Hallo, da sind wir. Irgendwie müssen wir diesen Deppen da losbringen. Das heißt, wir müssen erstmal hinterher locken. Hey! Genau. Ich verdufte lieber. Und dann müssen wir. Warte gefälligst! Ja, schon recht. Da rein. Glaube ich zumindest schon mal, weil er uns da auf das Dach nicht folgt. Gut, dann. Warten, jetzt kommt er gleich wieder. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir noch alle Knochen! Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Okay. Das heißt also schon mal, der bleibt in diesem Raum. Von dem Raum läuft uns hinterher. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir schauen, dass er nicht von dem Raum rauskommt. Kann man das irgendwie zusperren? Nehmen wir einen Schlüssel oder so hätten, aber haben wir nicht, ne? Der alte Stuhltrick. Der alte Stuhltrick. Den können wir ausprobieren. Nimm Stuhl. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Gut, der Stuhl ist es schon mal nicht. Dann. Mit der Tür können wir nichts. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Ah, Hass. das wollte ich nicht. Können wir die da vielleicht hernehmen? Und jetzt? Wie geht es dir jetzt, Säule? Ich fühle mich von allen herumgeschubst. Die Tür geht nach innen auf. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig! Diese Säule verschandle ich nicht. Ja, nee, du sie soll als kaputt Symbol hauen. des Schreckens. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist. Psst. Ja, das will ich gar nicht wissen. Vielleicht mit dem da. Hey, jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Kann Was ja irgendwie zum. nicht passen. Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Jetzt komme erst der Gummizelle. Okay, na gut. Zumindest so weit war das doch irgendwie schon vorhersehbar. Nee, weil wenn die Tür nach innen aufgeht und die gehen irgendwie alle nach innen auf, dann kann das ja so nicht funktionieren. Zumindest ist es da schon mal leicht vorhersehbar, das Spiel. Der Stuhl ist jetzt komischerweise doch ist er. Was sagt denn der Stuhl? Na, mein vierbeiniger Freund? Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Sie schmollt. Ja, klar. Können wir da jetzt auch von rein? Dieser Seite? Verschlossen. Okay. Dann gehen wir nach unten. Okay. Poki, was willst du schon wieder? Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Aha, das war jetzt ein wertvoller Kommentar, Poki, muss ich schon sagen. Was haben wir hier? Sichtfenster. Reden mit Sichtfenster. Wollte ich schon immer mal machen. Da drin sitzt ein Wächter. Wenn ich laut genug rufe, kann er mich vielleicht hören. Auf der anderen Seite, genau das will ich ja vermeiden. Okay, das heißt, ich gehe da jetzt mal am besten nicht rein. Poki schon wieder. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung.
die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Die haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sind einfach nur da. Einfach nur da. Interessant. Poki, du lässt noch. Hihihi. Reden? Was tust du da? Ich spreche pflanzisch. Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. Im Gegensatz zu Stoffhasen. Okay, dann war das nicht pflanzisch, sondern hasisch. Sag mal, dieser Poki, der will ja aber auch jedes Mal was sagen, oder? Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit okay, da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Ich glaube, die sind im zweiten Scan mitgekommen. Ja. Da habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Mhm. Bescheuert. Vollkommen bescheuert. Interessant. Diese Poki, was haben wir hier alles eigentlich? Waschbecken, Spiegel, Seife, oh Mann, Handtuchspinne. Gib endlich das Handtuch frei! Holst du doch. Okay, naja, sieht jetzt nicht sonderlich toll aus, der Raum. Schauen wir mal, vielleicht müssen wir ja da noch irgendwann mal wieder rein, aber habe ich jetzt keine Lust, hier irgendwie jeden Gegenstand anzulabern. Was haben wir hier noch Schönes? Obwohl, ich hätte eigentlich schauen können, ob er was mitnehmen kann, ne? Was haben wir hier? Ach, Poki will schon wieder mit uns labern. Mann. Nee, jetzt will aber ich nicht. Kaugummiautomat, Kaffeemaschine, Wasserhahn, Seife, Fenster, Schranktür. Die Schranktür müssen wir gleich mal wieder verschönern. Meine tollen Sachen gehören nicht in diesen muffigen Schrank. Die gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Du sollst sie da nicht da können rein. Sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Oh, Edna, du sollst es anmalen. Bullseye! Silber! Okay. Kann man mit dem spickern? Ja, kann man. Bullseye! Aha, okay. Kaugummi. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah! Alt und ungenießbar. Okay. Hey, das kann man sogar aufmachen, kann man raus? Nee. Können wir mal Kaugummi wegspucken? Geht das? Kaugummi wegspucken? Das wäre cool. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Und? Alt und ungenießbar. Okay. Das war ja schon mal sehr ereignislos. Was willst du eigentlich, du Poki? Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate es jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Drittel Tag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Edna bricht aus. Mein Name ist Poki. Vielen Dank. Ja, aber würde es nicht Sinn machen zu sagen, ich hatte ca. 8-9 Stunden Zeit, als zu sagen, ein Drittel Tag? Ein Drittel Tag. Meine Herren. Kaffee. Schwarz. Computer? Mist.
Die Replikatoren sind wieder im Eimer. Aha. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Hm. Okay. Sag mal hier. Marmelade, Müsli, Cornflakes wird es wohl heißen. Rhabarber, 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 Rhabarber. Aha. Ich baue besser keine emotionale Bindung zu ihnen auf. Sonst fällt es später nur unnötig schwer, sie zu verputzen. So, Dalla, jetzt bin ich wieder da. Ich habe nämlich ganz kurz eine Pause gemacht. Fällt aber in der Aufnahme normalerweise nicht auf, außer am Soundbruch. So, wo haben wir aufgehört? Reden, nehmen, schauen wir mal, irgendwas mitnehmen können. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Okay, das schon mal nicht. Okay. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Mhm. Gut, was haben wir da jetzt eigentlich mitgenommen? Cornflakes, wann ist... Ja, genau. Cornflakes, was machen wir mit denen? Oh. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Okay, was soll man mit dem machen? Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Was machen wir mit dem? Bei dem drücke ich ein Auge zu. Aha, okay. Na gut. Dann schauen wir mal, können wir den mitnehmen, die Seife? Hm, glitschig. Glitschig, aha, okay. Können wir das irgendwie mitnehmen? Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Okay. Nein, nein, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Okay, dann gehen wir da wieder raus. Ja, super, also hier geht's schon mal nicht weiter. Dann gehen wir aber weiter runter. Aha, aha, und Pucki will auch schon wieder labern. Da ist ein Wächter in dem... Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Okay, also gehen wir nicht rein, gut. Dann, Pucki will schon wieder was von uns. Aber, nein, ich will jetzt nicht mit Pucki sprechen. Lade. So. Pucki will auch hier drin mit uns sprechen. Stuhl, Helm, Kontrolle, Tür, Hebel. Na, schau. Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Alumon, okay. Ja, schauen wir mal. Später Elektroschocks. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Wie geht's? Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölflippen. Ja, nee. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Okay, also wenn wir darin wohl scheinbar im Moment nicht wirklich was tun können. Na gut, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ja, schon wieder? Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und dort die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar. Wohin die andere Tür führt, wissen wir, während Edna bricht aus, nicht? Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist.
Kauft habe ich neue Augen. Okay. Ja, Pucki hat mal wieder irgendwas gelabert. Was sich hinter dieser Tür befindet? Ach, da können wir gar nicht rein. Okay, das finden wir wohl nicht so schnell raus, aber wenn dann erst in der nächsten Folge. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und hoffentlich dann ohne Schnupfennase, weil allmählich nervt's. Tschüss.